Als Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich denke, man kann ohne Wenn und Aber behaupten, dass heute die bedeutendste arabisch-wirtschaftliche Tagung im deutschsprachigen Raum beginnt. Und die Bedeutung dieser Tagung können Sie eben auch daran erkennen, dass die Hochschulleitung gleich drei Vertreter schickt, um Sie zu begrüßen, was zugegebenermaßen für Sie den Nachteil hat, dass die Grußworte etwas länger werden. Ich werde mich deswegen bemühen, bestimmte Dinge, die schon gesagt wurden, nicht mehr zu wiederholen. Ich hatte mich eigentlich darauf vorbereitet, Ihnen etwas über die Neuorganisation hier in Weinsteffen zu sagen, aber Herr Bode und schon Sie, Herr Kirschke, haben das vorweggenommen, sodass ich, glaube ich, an der Stelle nicht mehr allzu viel sagen muss. Vielleicht nutze ich die Gelegenheit, um Ihnen ein bisschen etwas über unsere Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zu erzählen. Das ist ja vielleicht in Ihren Kreisen noch nicht überall so bekannt. Unsere Fakultät ist 2002 gegründet worden, im Gleichklang mit der Einführung eines grundständigen Studienganges im Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Und man hat eben damals entschieden, und ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, zu sagen, dass jene Lehrstühle hier in Weinsteffen, die eben eine Agrar- und ernährungswissenschaftliche Ausrichtung haben, aber dennoch eben aus einer agrarökonomischen oder betriebswirtschaftlichen Perspektive heraus dies tun, dass man diese Lehrstühle mit unserer Fakultät zusammenführt. Ich denke auch, dazu werde ich dann auch gleich noch was sagen, dass diese Zusammenarbeit auch mittlerweile gewisse Früchte trägt, wenngleich sie, ich meine, das denke ich, hat sich auch darum gesprochen, diese Zusammenarbeit nicht immer ganz einfach war, natürlich am Anfang auch nicht ganz einfach, weil man eben aus zwei unterschiedlichen Kulturen hier erst zusammenfinden musste. Aber ich glaube, wir haben gewisse Erfolge mittlerweile vorzuweisen. Vielleicht nenne ich hier nur zwei Beispiele. Wir haben vor zwei Jahren den Masterstudiengang Consumer Science eingeführt. An der Stelle wollte ich mich auch bei der bayerischen Staatsregierung bedanken, die uns hier geholfen hat, damit wir das tun können. Ich denke, ein Studiengang, der sehr schön diese Schnittstelle eben zwischen den Wirtschaftswissenschaften auf der einen Seite und den Agrar- und Ernährungswissenschaften auf der anderen Seite repräsentiert. Und ein weiteres Projekt ist ja auch schon sehr weit fortgeschritten, nämlich die Einführung eines Masterstudiengangs Agribusiness, für den Ähnliches gibt. Zur Fakultät selber vielleicht noch ganz kurz. Wir sind mittlerweile insoweit eine relativ große Fakultät geworden, als dieser betriebswirtschaftliche Studiengang sich einer sehr großen Nachfrage erfreut. Wir hatten in diesem Jahr über 1500 Bewerbungen. Wir haben 400 Studenten dort aufgenommen und das führt also dazu, dass wir mittlerweile etwa 2000 Studenten in unserer Fakultät haben und insgesamt 22 Professuren zwischen Lehrstühlen und eben Professuren zusammengerechnet 22. Es gibt dann eben auch noch weitere Studiengänge, etwa ein MBA oder auch einen Executive MBA, die die Fakultät betreibt. Also das vielleicht nur so ein bisschen als Hintergrund, damit Sie auch ein bisschen ein Gefühl kriegen für diese Fakultät. Die betriebswirtschaftlichen Professuren, die also in dem Studiengang Betriebswirtschaftslehre hauptsächlich engagiert sind, die befinden sich im Stammgelände. Das ist also in der Innenstadt in München, in der Arzisstraße, sodass eben auch die Fakultät sozusagen zwei Standorte hat. Das Thema Interdisziplinarität habe ich schon angesprochen. Ich habe mir im Vorfeld hier ein bisschen auch das Tagungsprogramm angeschaut. Ich denke, auch dieses Tagungsprogramm zeigt eben sehr schön, dass eben die Agrarwissenschaften sozusagen von im Grunde genommen eben einen sehr schönen interdisziplinären Ansatz haben. Viele dieser Vorträge hier haben starke wirtschaftswissenschaftliche Bezüge. Wir haben aber eben immer wieder auch die Bezüge zu den Lebenswissenschaften. Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von spannenden Vorträgen hier und dazu möchte ich Sie auch schon beglückwünschen, dass Sie sich diese Vorträge anhören dürfen. Und den Vortragenden möchte ich sagen, ich drücke Ihnen die Daumen. Ich hoffe, Ihre Vorträge laufen gut und Sie kriegen auch den einen oder anderen Hinweis und auch die eine oder andere wohlgemeinte Kritik, damit Sie dann Ihre Papiere auch noch entsprechend verbessern können.